Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer dieses Video seht. Freunde, heute nächste JMC-Runde von Grinch Hill. Ja, private Paula heißt das Ganze, die 16. Gruppe. Schauen wir mal rein, 3 Minuten 38. Kommt jetzt klicktechnisch, sage ich jetzt mal, nicht an die letzten zwei Runden ran, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch einfach nur, vielleicht ist die Runde ja trotzdem besser. Ihr habt ja gemerkt, die letzte Runde, die 32. Die hat mir nicht so stark gefallen. So, also die war gut, aber die Quali, sag ich mal, hat mir deutlich besser gefallen, sagen wir es mal so. Und ja, Beat ist wieder von Slick. Ein Film von Arthur Wreck Visual Design. Mint Studios, denke ich mal, da, wo er aufgenommen hat. Ja, bin ich mal gespannt. Grinch Hill, private Paula. Bin ich mal gespannt, let's go. So, let's go. Texte sind von Weisheit geprägt. Aha. Bei mir ist das anders, ihnen mein Teil im Blät. Nebenher zerstört, mit Hitzing ist die Crowd, weil die anderen gar nichts können, weil sich der Fickfinger zu Faust. Johnny macht auf hart, doch der Bengel hat eine Scheide. Kommt mit Damon um die Ecke, denn er kämpft nicht gern alleine. Damon? Fahrt, doch der Bengel hat eine Scheide. Kommt mit Damon um die Ecke, denn er. Warte mal, der Text steht doch unten, oder? Jo, kommt mit Damon um die Ecke, denn er kämpft nicht gerne alleine. Geil, auch jetzt hier wieder natürlich. Gegen Johnny, denke ich mal, am Schießen wieder mal. So, weil Johnny und Damon ja so gesagt ein Team sind, so gesagt. Versteht ihr, wie ich meine? Nice, Digga, nice. Der kämpft nicht gern alleine. Grinch zu dem Hill, fickt alleine. 30 Frauen, boy, läuft das anders. Hier steigt zu zweit auf eine drauf. Manche sagen, Johnny wird mich textlich zerreißen. Doch da hat er sogar Probleme, Adlibs zu schreiben. Auch sein Kumpel Damon hat die Sprache nicht drauf, Bitch. Der Style von Raf Camora, deine Runden, diese mies, bist nur ein Flugmonster, weil auf dir ungeziefer kriechst, bist du Hampelmann leiste, denn nach dem Punchen die Leiste und dem Dritten die Fresse trägst du den Mantel des Schweigens. Ist das wirklich so geführter Diss-Track jetzt an die beiden, oder? Also ich will mir jetzt nicht alles direkt durchlesen, so, aber also jetzt war hier der erste Part, ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt die Hook kommt. Also irgendwie war jetzt gefühlt der erste Part wirklich komplett gegen KLB am Schießen, ne? Wer ist der Dopse zur Zeit? Grinch zu dem Hill, Hollywood weit. Wer ist der Flowgott der Mike? Grinch ist der Sohn, lass im Lollipop schreien. Grinch zu dem Hill, goldene Zeit. Schon bald geht von ihm jeder Song auf die Eins. Doch kein Todesfall in der Seife, grausam. Doch die Chance ist Ingo, Private Paula. Grinch redet. Okay, das war die Hook. Hätte ich jetzt. Ja, das war die Hook. Gefällt mir besser als. Aus dem 32. definitiv. Aber kommt trotzdem nicht, sag ich mal, an die Hook der Quali ran. Aber an sich so vom Part her und Text finde ich es bis jetzt richtig nice. So, also waren coole Wortspiele. So auch gegen, wie gesagt, Damon und Johnny am Schießen. Hauptsächlich natürlich, soweit ich weiß, soweit ich das richtig rausgehört habe, gegen Johnny. Aber an sich stabiler erster Part. Und wie gesagt, Hook ist auch stark. Redet auf, ihr behinderten Clowns. Schaut euch mal an, seit wann ist Inzest erlaubt? Punchlines, bis der Vollpfosten verreckt. Bevor ihr gewinnt, macht SpongeBob wieder Tracks. Der Grinch kommt mit Fäusten. Bevor ihr gewinnt, macht SpongeBob wieder Tracks. Geil. Zu einer Messerstecherei geht dann unversehrt mit 30 neuen Messern wieder heim. Ihr betreibt Waffengeschäfte, macht ihr die krasseste Action. Doch nach dem Schlag in die Fresse braucht ihr Flasche plus Plätzchen. Nichts wird euch retten, nein, geh ich jede Wette ein. Ich ficke eure Köpfe, lass es keine Redewendung sein. Damon, der arme Junge hat nur gegen Parasex. Mit Slatze Pilz bewachsen sind wie Parasex. Johnny ist beleidigt und schon fleißig am Dissen schreiben. Denn Lumara, meine Bitch, will ihm nicht die Titten zeigen. Richtig nice, wie wütend das im Bengel macht. Selbst der Asiatisch schlägt schon im Schwanz vergleich der Länge nach. Wer ist der Dopse zur Zeit? Grinch zu dem Hill, Hollywood weit. Wer ist der Flowgott der Mike? Grinch ist der Sohn, lass im Lollipop schreien. Grinch zu dem Hill, goldene Zeit. Schon bald geht von ihm wieder
Balsam auf die Ein. Ist auch kein Todesfall in der Seife, grausam. Doch die Chancen stehen gut, Private Paula. Ist ja bis jetzt wirklich gefühlt einfach ein reiner Diss-Track gegen die KLB-Jungs, so. Finde ich eigentlich nice, so ist mal was anderes, so. Die JMC war ja eine ganz normale Music-Cypher, so wie es die JMA ist. So, aber hier wurde ja noch richtig, sag ich mal, rumgedisst. So, was ja in der JMA, soweit ich es richtig rausgehört habe, bis jetzt noch nicht passiert ist. Vielleicht passiert es noch, vielleicht aber auch nicht. So, aber deswegen finde ich das so geil, weil, wie gesagt, ich kenne nicht alles aus der JMC. Und deswegen sorgt das hier auf jeden Fall für mich, von dem, was ich mir halt so für den Reaction-Kanal hier gebe, für Abwechslung auf jeden Fall, weil halt eben, es ist eine Music-Cypher, aber trotzdem wird da gedisst, wie, klar, wahrscheinlich jetzt nicht so stark wie im JBB. So, das ist mir schon bewusst, weil halt das JBB eben ein Battle-Turnier ist. Aber an sich finde ich das halt für mich persönlich halt eine geile Abwechslung, weil ich mir halt sehr viel von der JMA gebe und halt eben auch, obwohl es auch eine Music-Cypher an sich ist, finde ich es mal erfrischend, sag ich mal, hier wieder Disses zu hören, obwohl es ein melodischer Song ist und halt, wie gerade gesagt, eine Music-Cypher, wo es nicht ums Dissen geht. Versteht ihr? Video muss ich aber sagen, ist cool, aber ist jetzt nicht so stark, finde ich. Ich weiß nicht. Da kenne ich, sag ich mal, schon Besseres, muss ich sagen. Schöne DJ Scratches, wenn man das so sagen kann, gell? Sagen auf die Ein, doch kein Todesfall in der Seife, grausam. Doch die Chancen stehen gut, Private Paula. Geil. Geil, coole Runde. Hat mir sehr gefallen auf jeden Fall, muss ich sagen. War auf jeden Fall mal wieder was anderes. So im Gegensatz halt zu den letzten zwei Runden, finde ich. Aber an sich muss ich sagen, ey, ist auf jeden Fall, ja, also es ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingssong oder so von Green, muss ich sagen so. Aber das war bis jetzt bei keinem der JMC-Runden so. Da kenne ich halt einiges von ihm, was, ja, ich deutlich besser finde auch. Aber so im Gesamtpaket fand ich es bis jetzt die zweitbeste Runde. Ich fand Anti halt immer noch ein bisschen stärker, muss ich sagen, ne? Aber ich finde, Private Paula ist der Song, ja, finde ich bis jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich stärker als Fickfinger, muss ich sagen, also als seine 32. Runde. Und ja, schreibt mir doch gerne eure Meinung zu Grinchill Private Paula in die Kommentare rein. Das war's nämlich schon mit dem Video. Ging relativ schnell, würde ich sagen, so. Aufnahmezeit ist nicht mal 10 Minuten. Chillig für mich, so. Zum Schneiden. Jedenfalls, ja, schreibt mir rein, wie ihr die Runde gefunden habt. Ja, fandet ihr die besser als Fickfinger? Oder fandet ihr die vielleicht sogar besser als Anti-Held? Oder fandet ihr es vielleicht auch sogar am besten? So, kann ja natürlich alles sein. So, dass ihr sagt, yo, Digga, Private Paula ist ein Track, den packe ich mir auch noch nach fast 6 Jahren in die Playlist, den höre ich rauf und runter. Ist ja möglich so, ne, ist alles möglich. Mir hat die Runde auf jeden Fall safe gefallen, aber halt kommt leider für mich, sag ich mal, nicht an Anti-Held ran, da, ich weiß nicht, Anti-Held hatte so, sag ich mal, ein Vibe, da muss ich sagen, das hat mich mehr oder weniger schon gecatcht, so, vom Vibe her. Deswegen geht für mich immer noch nicht von den JMC-Runden her, gibt mir für mich persönlich jetzt bis jetzt noch nichts über Anti-Held. Und ich weiß, es war jetzt gerade ein unnötig lang gesagter Satz, aber ihr versteht, was ich damit gemeint habe. Mit diesen Worten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.
Ciao, Leute. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Runde fandet und ob sie euch vielleicht besser als sogar als Anti-Held gefallen hat. Oder ob ihr sie nur wie ich, besser als Fickfinger, aber Anti-Held immer noch besser ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr versteht es natürlich, weil ihr seid keine dummen Menschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.